herzlich willkommen zurück zu Rush to Adventure. Ich bin euer Jojin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben im letzten Video herausgefunden, dass wenn wir... Hier als Beispiel, ich habe jetzt Erfahrungspunkte bekommen, hier haben irgendwie 2, 3 gefehlt. Da steht 70 von 70, die haben wir erlangt. Wenn ich jetzt hingehe und mache das Level nochmal und krieg 60 von 70 Erfahrungspunkte in dem Durchlauf, dann wird das gespeichert hier in diesem Screen. Und das ist ein Problem. Weil ich die Erfahrung schon bekommen habe, kann ich sie mir nicht nochmal holen, natürlich. Das heißt, ich würde jetzt mir die 25 von 25 Coins holen, aber nicht alle Gegner töten. Würde mir das anzeigen und ich würde versuchen, da nochmal reinzugehen, um Erfahrungspunkte zu holen. Wir haben 3 Level, glaube ich, letztes Video gemacht. Irgendwo in den unteren Bereichen, wo wir keinerlei Erfahrungspunkte mehr bekommen haben. Das wird halt einfach nur golden, wenn ich... Ich habe im Endeffekt hier schon alle Coins, glaube ich, bekommen. Ich muss hingehen, muss alle Coins und Erfahrungspunkte zusammenkriegen. Wo, das testen wir jetzt nochmal. Das ist nämlich schon interessant. Das heißt, wir töten jetzt nicht alle Gegner. Aua. Dich müssen wir leider töten, weil du so nervig bist. Und versuchen nur die Coins zu kriegen. Obwohl wir dabei sehr wahrscheinlich sowieso jeden töten müssen. So sieht's aus. Ja, fieses Ding, wir können wegen den Geistern nicht unser schönes Drachenschwert mitnehmen. Ich musste also zu Hause bleiben. Dafür können wir den Levitations... Ah, da bleibst du stehen, ne, du fieser Sack. Au. Musste das jetzt sein? Nicht wirklich, oder? Na, geht mal wieder total schief. Also wie gesagt, Coins sind wichtig. Den lassen wir jetzt mal absichtlich aus. Wenn wir können. Shit. Ah, ich drehe noch durch. Du Scheißgegner. Ich hasse die Geister. Da hinten ist noch einer. Kann der mal herkommen? Ach komm. Okay. Fail. Fail, aber sowas von. Und nochmal. Also für die Tempel brauche ich halt die ganze Ausrüstung und auch für dieses Cave-Level. Ansonsten kann ich es voll knicken. Und da ist wirklich Stärke total wichtig. Du bist ein Arschgegner. So kann ich das voll knicken. Na also, warum nicht direkt? So, den Geist herlocken. Zum Heulen. So zum Heulen, die manchen Gegner. Ja, 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 genau. Boah. Ja, wahrscheinlich verkacke ich sowieso wieder bei der letzten Truhe. Ich muss irgendwie den Geist wieder herlocken erstmal. Wissen ja, der hält 2 von den starken Schlägen aus.
Erst machen wir dich. Und dich, würde ich sagen. Und dann kümmern wir uns um die dreckige Schildkröte. Alles pack! Fies. Ja, das Aufladen dauert zu lange an der Stelle. Müssen wir mit schnellen Schlägen arbeiten. Nochmal ein Geist, den wir erstmal herlocken. Und der auch wieder mehr aushält. Ich glaube, der hält sogar richtig viel aus, ne? Nee, jetzt auch zwei Schläge, okay. So, jetzt kommt die scheiß Truhe. Nach dem Gegner da. Geh nun mal schön weit nach rechts. Würde es nicht gehen, dass ich so... Nee, das geht nicht. Ah, wieso habe ich es nicht direkt von hier gemacht? Aber wir haben es bekommen. Der Rest ist mir scheißegal. Hauptsache, wir haben es. Also, wir haben einen Gegner ausgelassen, absichtlich. Das hat geklappt. Und jetzt steht da 65 von 70. Und wir haben wirklich 5 Coins dazu bekommen. Die haben uns wohl dann noch gefehlt. Aber das wird nicht golden. Das wird erst golden, wenn wir hingehen und Coins und Gegner gleichzeitig kriegen. So ist es. So ist es. Das heißt, bei den Bereichen habe ich wirklich Coins und Dings zusammen. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Was können wir hier noch machen? Ach, da stehen wir drauf. Nee, stehen wir nicht. Ich bin verklickt. Da können wir viele Erfahrungspunkte kriegen. Da ist ja richtig viel Kram drin. Und da gibt es auch noch ganz viel Geld. Obwohl ich mir sehr wahrscheinlich nur Muchterschwert... Ja, Goldman. Wir haben natürlich die falsche Waffe und dergleichen bei. Deswegen erstmal das Schwert und Magie. Gott, bin ich froh, wenn wir wieder einen Stärkenpunkt mehr haben. Ich liebe mein Schwert. Autsch. Und ich hasse es, dass ich nicht gut springen kann. Das hat nicht geklappt. Versuchen wir es nochmal. Nein. Ich darf ja wieder mal nicht zu hoch hier springen. Autsch. Ach, du bist scheiße. Du bist scheiße. Ich hasse dich. Ah. Mein Gott, wie viel Energie wir gerade verloren haben. Keine schöne Sache. Autsch. Nein. Nein, wir können den Sprung nicht machen. Wir brauchen Anlauf dafür. So ein fieser Scheiß. Nein, wir brauchen den Sprung. Wir brauchen Levitation für das Teil. Oder... Ja, jetzt mache ich was... Man könnte es vielleicht mit dem einen schaffen. Ah, ist das fies. Nee, nee, wir brauchen das Levitationsteil dafür. Das brauchen wir fast überall momentan. Dann kann ich aber nicht mehr das geile Schwert mitnehmen. Und ich muss die ganzen Gegner töten. Das ist zu knifflig, glaube ich. Wir könnten das so machen. Ja. Kein Schutz vor Magie. Das wird übel. Na ja, schießt du. Ich komme. Shit. Nein, töte ihn doch einfach.
jeden Fall von der anderen Seite machen. Bah, der ist scheiße. Der ist voll scheiße, der Gegner. Da das Teil da auch die ganze Zeit schießt. Nein, nein. So, müssen sich erstmal auf die Seite locken. Das klappt ja hervorragend. Keine Energie mehr. Keine Energie mehr. Es wird so in die Hose gehen jetzt. Ja. Aber so ist es machbar. Das ist ja schon mal erfreulich. Das hat gut geklappt, erstaunlicherweise. Ja, Mann, perfekt durchgekommen. So lobe ich mir das doch mal. Dann lassen wir das Herz noch da liegen für den Notfall. Autsch. Jetzt kommen wir auch schön easy hier oben dran. Das freut mich. So, was kommt jetzt als nächstes? Was uns übelst in den Hintern treten wird. Wir haben keinen Flammenschutz. Das ist natürlich ein Problem hier. Ah, wir müssen aufpassen. Wir fliegen hier zu hoch. Wir fliegen hier viel zu hoch. Nein, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Oh, ich glaube, ich kann das ohne Flammenschild nicht machen an der Stelle. Das Level ist mir zu schwer ohne gutes Gear. Ach, das ist echt fies mit dem Gear. Wir brauchen wirklich höhere Stärke. Wir müssen irgendwie höhere Stärke kriegen. Schon alles geholt. Moment mal. Hä? Das haben wir beendet. Ah ne, es fehlen Erfahrungspunkte. Okay. Ja, geh mal rein. Fängt schon mal gut an. Ich glaube, das Sprungteil brauche ich nicht. Nicht Option. World Map? Ja, was ein langes Projekt, habe ich auch nicht erwartet, aber das Spiel ist halt sauknifflig. Normale Rüstung und dafür bitte das Feuerschild. Weil das Feuerschild ist geil. Ja, dieses Mal nicht wieder denselben Scheiß. Diesmal machen wir es so. Ich komme! Aber mit Speed. Juhu! Ah, ich glaube, wenn man getroffen wird, hat man so einen leichten... Hä? Leichten Stopper. Bin mir aber auch nicht sicher. Kann auch einfach nur Fail gewesen sein. So, du verzieh dich mal schön weit nach rechts. Gadja. Mensch, die Schildkröte ist aber schnell. Ganz schön schnell bist du. Ach Gott. Mistvieh. Ich warte besser, bis die links sind, bevor ich runterspringe. Bisschen knapp. Ah, du sollst eigentlich den anderen erwischen. Naja, gut. Ach komm. Kannst du bitte mal einen langen Sprung machen? Kann doch nicht so schwer sein. Jetzt bin ich nur noch in der Lage, die kurzen Sprünge zu machen. Okay, wir sollten in dem Bereich jetzt auch gelb sein. Jo. Was haben wir hier? Da gibt's nochmal was.
Kurzer Sprung. Gut. Dass du das hingekriegt hast, hätte ich nicht erwartet. Immer schön langsam. So. Ach, komm. Dann stehen wir auch nicht oben, bist du ein Arsch. Ich hoffe, wir können von der... Nein! Können wir das überhaupt von hier? Ja. Ganz knapp ging das. Sollten wir wohl von der Seite machen. Und ich glaube, ich muss nach oben. Muss ich nach oben? Ich schaffe doch nie wieder hier hochzukommen, nachdem ich das Herz habe. Besser erstmal schauen, was hier oben ist. Schild sei Dank. Töten erstmal die zwei hier von der Seite. Nein. So, jetzt kommt wieder so eine Scheißstelle. Ach, haben wir immer wieder toll hingekriegt. So, mit Speedy. Es wird natürlich nicht ausreichen, damit wir ein Level-Up haben. Aber wir sind wieder ein kleines bisschen näher gekommen. Weh, wir können nach dem Level-Up nicht Stärke hochmachen. Das wär's ja auch noch. Es könnte sogar sein, dass wir noch zwei Level dafür brauchen. Fieses Ding. So, da sind einige Erfahrungspunkte wieder. 25, das ist nicht schlecht. Das könnte ausreichen. Ach, das ist einfach so wichtig, das Schwert, das Feuerschild. An so vielen Stellen. Warte mal, bis die Energie wieder oben ist. Ja, ich liebe das Spiel. Irgendwie hasse ich es auch an ein paar Stellen. Aber es ist eigentlich fair, aber es ist schwer. Und ich kann nur empfehlen, spielt auf normal oder direkt auf leicht, aber alles andere. Ich denke mal, Insane wird es einfach zu krank sein. Ah, zu weit gejumpt. Nein! Nein! Ah, und dann landet der natürlich auch nicht da oben, ne? Ach, shit. Gerade zu viel Energie. Gut. Geilo. Die hat man bestimmt noch nie gehabt, da kann ich mich nämlich nicht dran erinnern. Hat hier ist irgendwo bestimmt was versteckt. Nö, oder auch nicht. Komm, on guard! Hey, au!
Nein, 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 nur nicht runterfallen. Alles andere ist in Ordnung. Nur nicht runterfallen. Ah, mein blödes Handy vibriert schon wieder. Nerv mich doch nicht. So, ich hoffe, ich habe keinen Gegner ausgelassen. Das sieht gut aus. Level up! 19. Ich kann Stärke nicht hochmachen. Ich drehe am Rad. So eine Scheiße. Nein, ich will nicht mehr Stärke. Ich will dann wenigstens einen Lebenspunkt mehr haben. Wir brauchen noch ein Level. Und lasst mich raten, wenn ich das nächste Level mache, muss ich Stamina mal hochmachen. Ich krieg die Stärke erst dann wieder höher, wenn alle so hoch sind. Kann das sein? Wie ist das geregelt? Ich habe keine Ahnung. Scheiße. Was Blödes. Naja, viel fehlt nicht mehr, bis alles Gold ist. Also, es ist natürlich machbar. Wo ist die Stelle? Wo ist die Kackstelle? Hier war die, oder? Ja, also es ist machbar, das Level. Aber es ist so sauschwer ohne gleichzeitig Levitation und Feuerteil. Und dem Schwert. Wir brauchen das Schwert, wir brauchen das und wir brauchen das. Sonst kann ich da nicht viel ausrichten. Mist. Wieso haben wir eigentlich zwei Fackeln noch? Wir haben zwei Fackeln und wir haben auch noch einen Schlüssel für einen Turm im Weiteren. Naja gut, das finden wir beim nächsten Video raus. Bis demnächst, euer Chojin.